So, wir sind wieder da. Ich dachte, ich mache jetzt noch tatsächlich noch einen vierten Teil. Ja, also nochmals zur Erinnerung, als ich Cut gemacht habe, ich habe auch zugleich gespeichert, da habe ich gerade vorher begonnen, mich in die heroische Ära begeben und ich habe Aphrodite gewählt. Es sah mir lustig aus, dass ich Soldaten vom Gegner in Schweine umwandeln kann. Also lustig, ja. Ich habe jetzt auch mal Aphrodite gewählt. Ohne groß darüber nachzudenken. Da könnte man sich jetzt nochmals da nachgucken. Aphrodite und Dionysos werden zur Auswahl. Sie wehrt sich auch, was irgendwelche Angreifer aufmachen, sprich, sie hat auch noch so etwas wie Bogenschützen drin. Ja. Ich weiß, ich werde eh nicht mehr angegriffen und falls stört es auch niemanden, aber. Unsere ersten beiden Zyklopen sind schon moderat. So. Wir kommen da natürlich auf das Vordertor. Sie haben sicherlich ein Vordertor und das müssen wir auch. Dann zeige ich euch. Ja gut, ich muss euch nicht zeigen. Ich kann es auch euch auch so zeigen. Tor hat 1250. 1380, also sprich das Tor ist schwächer. Aber er hat nicht allzu fest, aber eben, solange ich nicht sicher bin, dass ich nicht angegriffen werde, beziehungsweise ich sicher in meiner Verteidigung bin, baue ich keine Tore. Aber ja. So, und eben, wie ihr seht, da kann man ebenfalls selten Wilden erbauen und man kann auch ein Katapult hier machen. Ja.
Grito, Mops. Ja, Mops, gut. Mops, ja. Etimi. Ja, natürlich auch. So. Grito, Mops. Mitmachen und so. Prosche. Ja, könnt auch mitmachen. Vulome. Oh ja, klar. The Golden Apple. So, wir haben keinen neuen Helm gekriegt, aber ist ja auch egal. So, die letzten. Oh, verdammt. Komm schnell los. Also, das Set ist das Ding jetzt so richtig schön aufgepimpt. Es hat schon so richtige Wände und so etwas. Und ja. Und so braucht es viele Leute, die nach Nahrung arbeiten, wenn sie nicht schnell sind. Okay, also wir holen jetzt mal das Ganze, den ganzen Wald weg. Und was wir mehr brauchen, finden wir dann schon noch mehr, aber vorerst mal glaube ich nicht, dass wir mehr brauchen. Wir haben eigentlich recht wenig Gold, muss ich sagen. Habe ich jetzt gerade gemerkt. Also. Interessant. Ich frage mich, wo ich sonst noch. Ja, gut. Ich greife dann mal einfach an. Und ich sehe es dann schon noch, wie es rauskommt. Ja, der kostet Gold. Das ist ja wunderbar. Also noch gut. Rostagma? Ja genau, die Wand können wir jetzt auch noch verbessern. Ach komm schon. Wieso braucht man Nahrung, um eine Verteidigungswand zu verbessern? Oh mein Gott. Das macht keinen Sinn mehr. Aber ist ja auch egal. Sehr gut, wahrscheinlich brauchen die Bauarbeiter, die dort arbeiten, einfach Nahrung, aber. Es ist weit ausgeholt, muss ich sagen. So, aber ich will die verbesserte Mauer haben, einfach um euch zu zeigen, dass es einfach toller ist. Auch überhaupt mal zu zeigen, wie es aussieht. Und ihr könnt auch schon mal die Zahlen hier unten merken, die Hitpoints. Ihr werdet sehen, es wird schon noch einen Unterschied machen. Ja. So, also die Mauer. Da ist ein Nachgrad. So. Oh mein Gott. Komm schon. Schneller. Naja, aber eben, ihr seht, die letzten Verbesserungen sind gar nicht mehr so wild. Und, ja, jetzt haben sie trotzdem gemacht. Prostagma. Ach, komm schon. Jetzt können wir uns, jetzt können wir da. Okay, das sieht jetzt nicht nach Bronze, sondern eher nach Eisen aus. Aber jetzt können wir da noch Waffen- und Rüstungsverbesserungen noch machen. Hopp, hopp, hopp. Arbeiten, Jungs, arbeiten. Komm schon. Wie können wir das machen? Ja. Also ja. Ihr seht, der obere Wald ist schon fast weg. Da stehen jetzt unsere Zyklopen da. Da haben wir jetzt noch einen kleinen unteren Wald. Der ist auch bald weg, so wie es aussieht. Also, ja. So, und ich sage jetzt mal, als erstes wird dieser Port hier niedergeschmettert. Also zerstört, vernichtet, platt gemacht, wie auch immer.
Wir brauchen einfach Kampf nicht, also einfach sozial, wir brauchen jetzt auch am Leben, wenn man nicht in den Kampf geschickt wird. Sondern halb so der am Strand herumliegt. Und Ajax auch, ne? Apropos, wo ist dein Ajax? Keine Ahnung, wo er ist. Ist ja auch nicht wichtig. Wie gesagt, ich kann es ganz sicher auch ohne Hilfe. Ah, kommt schon. Ah, oh, jetzt haben wir zu wenig Gold. Interessant. Ja, das war ich jetzt nicht vorbereitet, ehrlich gesagt. Aber. Ja. Dann auch nichts. Machen wir mal das, was wir noch tun können. Andererseits. Weißt du, was ich baue? Ich baue mal meine Zyklopenarmee. Ihr kennt ja mein Vorgehen. Und ja, falls es ja noch Gold gibt, dann hat man das Team noch die Leute hingeschickt. Jetzt werden die Truppen ausgebildet und bald gibt es einen Angriff. Aha. Also das ist da oben Troja. Ein großer Tempel auf Gott. Ja. Auch immer da oben. Ja gut, an sich schon brauchbar, aber. Okay, Jungs, ihr seid immer noch viel langsamer. Aber das ist sogar in diesem Spiel. Ich mache jetzt wieder mal einfach bis 155 aufwählen und dann geht die Party los. Zunächst mal auf der rechten Seite, wie angekündigt, das ist der nächste Nachbar, der wird als nächster auch umgebracht. Naja, sieht nicht nach viel aus. Und dann wird halt weiter vorgegangen. Okay, kommt schon. Okay. Das arbeiten alle. Und trotzdem ist die Feuerkraft nicht so ganz ausreichend. Also. Nochmal 100, das heißt nochmal 20 Zyklopen. Kommt noch. Das heißt, wir haben dann 28 Anschluss. Das ist gut. Das ist nicht wenig. Das könnte für eine gröbere Ohrfeige reichen. Also, ja. Das wird jetzt halt einfach, ja, das geht so weiter. Dann werden sie halt aufgebaut, gemacht, bla bla bla.
Αυτό. Noch 18. Πρόσεχε. Αυτό είναι το ήλιος. Αφήνω άπτυξη να περιφράσω στο μάχο μου εκεί. Βούλομαι. Σε αφήνω άπτυξη να περιφράσω. So, das ist kein Problem, Jungs. Wir verlieben gern mitmachen. Aber 3000 Holz ist jetzt gerade übertrieben viel. Jetzt inzwischen umgestellt auf Zyklopen Aufbau. Okay, du Kleiner, du gehst jetzt auch beten. Und jetzt haben wir wiederum zu wenig von dem in der göttlichen Favor. Und Jungs. Ja, wie gesagt, ich habe das eigentlich nie erwähnt, aber ich glaube nicht, dass ich allzu gesprächig bin. Beziehungsweise jetzt gerade fällt mir nichts mehr ein, was ich euch erzählen könnte, falls ihr euch nicht langweilt. Aber das seht ihr, die neueren, die besseren Mauern. Wir sind auch fast bei 2000 Hitpoints. Sehen auch etwas stabiler aus. Ja, schon viel besser als die Holzmauern. Am Anfang. So, also. Prostagma. 14, 18, nur noch 10. Nur noch 10. Und dann geht's los. Also, wirklich. Aber. Okay. Jetzt sind es noch 11. So, jetzt sind es noch 10. Genau. Ja, was könnte ich sonst noch mit sein? Ich glaube, es gibt hier oben, ja, irgendwo hier oben nochmal einen Stützpunkt, von dem man eigentlich mich angreifen sollte. Weil ich werde, also einfach nur die Seeblockade erfolgt durch die Ports, die wir zerstören sollten. Und der eigentliche Angriff auf mich kommt von daher. Wir müssen es an sich nicht zerstören. Wir können es aber. Also ich hätte nichts dagegen. Ich kann natürlich schreiben, weil ich glaube, ich werde es nicht mehr heute schaffen. Aber nein, ich werde es heute nicht mehr schaffen. Jedenfalls, ja, falls ihr es wollt, könnt ihr es natürlich hinschreiben. Und falls nichts kommt, dann mache ich es einfach mal. Ah, toll. Ja, jetzt haben wir zu viel Nahrung zumindest. Das ist natürlich. Ja. Ja.
20, 23, ich habe noch 7. Ja, wie ist das denn eigentlich? Aber das sieht eben schon noch recht beeindruckend aus, wenn so eine Menge da steht und nachher so eine Menge zu den Mauern geht. Ich weiß nicht, falls ich Verteidiger in einem solchen Fort wäre und so eine Menge von Zyklopen plötzlich auf uns zulaufen, da hätte ich wahrscheinlich das erste Schiff genommen und wäre abgehangen. Und zwar irgendein Schiff. Und nach irgendwo hin abgehauen. Ja. Aber ja. Ja, das ist eigentlich. Welche? Ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ist halt. Ich weiß nicht, ob das allgemein so ist, aber ob ich einfach schlecht im Reden bin. Das ist das bei beiden strategischen Games, dass das halt etwas so, böse gesagt, langweilig vor sich geht. Vielleicht liegt es auch nur an mir, nicht an anderen Games. Jedenfalls, wir sind da schon fast dort, wo ich uns einen haben wollte. Welche? Ich glaube, es kommt mehr raus. Okay, egal. Jedenfalls, ich glaube, ich mache jetzt mal einfach Schluss für heute und der Rest kommt das nächste Mal. Also. Speichere jetzt einfach mal. Und okay. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.